Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir einmal zeigen, was ich mit meiner Mare geshoppt habe, denn ich habe heute tatsächlich, also heute ist Rosenmontag bei mir, mein Weihnachtsgeschenk eingelöst, denn sie hat mir einen Shopping Day geschenkt. Genau. Das befindet sich in dieser Tasche, die ich ihr mal geschenkt habe. Die muss ich ihr natürlich zurückgeben. Das ist eine geliehene Tasche. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy ist ja auch schon ganz nervös, denn er weiß, dass gleich im Anschluss werde ich auch noch ein Video mit ihm zusammen drehen. Da habe ich von der lieben Trisana Tandler ein schönes Paket für Sammy bekommen. Und das werden wir nachher mal zusammen auspacken, aber nicht jetzt. Also, meine Mama fragt mich immer ganz zu Anfang, Claudia, was möchtest du eigentlich? Und mein Wunsch war eigentlich, ich brauche eine schwarze Tasche, die so ein bisschen auch rucksackmäßig ist, aber gleichzeitig auch als Handtasche getragen werden kann. Und ich möchte gerne ein weißes Top haben. Denn die weißen Tops, die ich besitze, haben gelbe Flecken unter den Achseln. Ja. Und dann waren wir halt shoppen und haben gestöbert und da ist dann doch einiges bei rumgekommen. Wir waren bei Zara, wir waren bei TK Maxx, wir waren in vielen verschiedenen Läden. In vielen habe ich nichts gefunden, in manchen habe ich was gefunden. Ich fange jetzt einfach mal mit dem an, was wir zu allerletzt geshoppt haben, denn das ist so chronologisch in dieser Tasche drin. Ich werde auch die Sachen anprobieren. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Und somit starte ich mit etwas, was wir bei Reno gefunden haben. Denn wir waren echt verzweifelt auf der Suche nach einer schwarzen Tasche. Und da habe ich von der Marke Casa die Nova jetzt diesen Rucksack / diese schwarze Tasche. Die kannst du entweder so tragen, indem du den Henkel hier genau mit diesem Reißverschluss zumachst. So, ne? Dann hast du hier halt ein einheitliches Vieh und kannst es so als Schultertasche verwenden, die auch wirklich von der Länge her passt und von der Größe her auch für mich vollkommen in Ordnung ist, ne? Oder du machst den Reißverschluss auf. Und dann zieht man das hier hinten durch. Macht das hier oben dann quasi. Ja, nee, das ist ja dann automatisch zusammen, genau. Hat dann hier übrigens auch noch eine Tasche, eine Innentasche, die dann genau am Rücken anliegt, was ich sehr praktisch finde für Wertsachen zum Beispiel. Und dann hat man einen Rucksack. Finde ich total praktisch, dass man das halt so umfunktionieren kann. Und deswegen war ich sehr froh, dass meine Mama die in die Hände gefallen ist. Hat hier oben halt eine große Tasche, ne, wo man dann halt was reinmachen kann. Dann hast du hier noch eine kleine Innentasche drin, wo so ein blaues Vieh drin ist, was ich rausnehmen kann. Und ansonsten ist es halt eine große Tasche hier drin. Die ist halt auch einfach ganz anders geschnitten. Das finde ich auch super cool. Ich weiß nicht, das kann man, ja, hier kannst du es auch noch aufmachen. Dann hast du hier vorne noch so ein Fach für, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, wo du schnell dran musst. Irgendwelche Slip-Einlagen, OBs oder sonst irgendwas, ne? Und ich finde die voll schön. Die hat jetzt gekostet, ich glaube, 30 Euro. Und dann hatten wir noch 10 oder 20%, weil das gab es da gerade aktuell. Und ja, ne? Kannst du nichts zu sagen. Ich finde die echt schick, weil die halt einfach irgendwie mal was anderes ist und nicht so eine klassische viereckige Tasche. Ja, ich habe auch noch bei TK Maxx etwas für meinen Freund mitgebracht. Und zwar so Boxershorts von Champion. Die brauche ich jetzt aber nicht groß in die Kamera halten. Die haben anstatt von 26,90 € nur 12,99 € gekostet. Und das fand ich ganz cool und deswegen habe ich ihm die mitgebracht. Ja. Achso, in diesem Video gibt es auch eine Verlosung. Und zwar verlose ich dieses Pinselset von Real Techniques. Das habe ich nämlich bei TK Maxx für 7,99 € mitgenommen. Kostet normalerweise wohl irgendwie 20 Euro im Laden. Da hast du drin ein... Ja, ist okay. Ein entweder als Blush oder als Foundation oder als Konturpinsel verwendbaren Pinsel. Dann ein Make-up-Schwämmchen. Das ist dieses hier. Ich nehme das mal raus, weil ich habe mir das ja auch zweimal geholt. Also einmal hier zum Verlosen und einmal hier für mich. Dieser Pinsel ist ein Sculpting Brush, so nennt er sich. Der ist unheimlich weich. Der ist abgeschrägt. Den kannst du entweder für Cream-Konto verwenden oder wenn du Bock drauf hast, kannst du damit natürlich auch Foundation auftragen. Oder man verwendet ihn als Bronzer-Pinsel. Auch das funktioniert bestimmt total super. Und ja, ne? Da ich den so cool fand, habe ich das Set halt auch zweimal mitgenommen. Das ist, wie gesagt, einmal dieser Pinsel und das ist einfach ein pinker Stil. Feier ich total. Dann ist hier mit dabei ein, das fand ich so witzig, das hier ist einfach so ein Viech mit so einem Loch und so einer Rundung drin. Ich glaube, das ist, um dein Schwämmchen da drin aufzubewahren. Fand ich großartig. Das Schwämmchen ist natürlich auch noch mit dabei, ne? Und ja,
Es ist halt so ein ganz... Dieses Schwämmchen ist das Schwämmchen, was Sammy bei mir mal zerstört hat. Bist du deswegen so aufgeregt, Mausi? Ich glaube schon. Ja, und halt diese Aufbewahrungshalterung. Ich glaube, so kannst du das halt auch echt gut trocknen lassen, ne? Und dann haben wir hier noch einen ganz normalen Setting Brush. Das ist dieser hier. Den kannst du halt nehmen, um unter deinen Augen hier so zu setten. Das passt perfekt. Oder um hier deine Lidschattenbase zu setten, um Lidschattenprimer aufzutragen, um kritische Stellen zu setten, um die Nase, um den Mund, ne? Sehr präzise kann man damit arbeiten und das fand ich auch ganz cool. Ja, und genau dieses Set kannst du in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Ne? Ja. Ja. Es ist pink. Dann habe ich auch noch einen weiteren Pinsel mir geholt. Und zwar für 5,99 Euro anstatt angeblich 15 Euro. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und zwar habe ich mir ja schon dieses Brush Crush Set von Real Techniques geholt. Und hier gab es dann auch noch den Blush Pinsel. Genau, den 302 Pinsel. Ja, echt so ein Pinsel-Sammel-Mensch, ne? Ich sammle so viel, was Make-up anbelangt. Und Pinsel sind toll. Vor allem, wenn du gute Pinsel hast, kannst du nie genug von haben. Nie. Aber diese Verpackungen sind echt Mist. So schaut der aus. Das ist ein, ich finde, wirklich toller Pinsel, den man... Der fühlt sich auch so weich an, ne? Den man hier so zum Blush auftragen, zum Setten oder... für sonst was nehmen kann, um entsprechende Produkte im Gesicht aufzutragen. Und ja, ich mag einfach die Pinsel von Real Techniques richtig gerne, weil da auch einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis super stimmt, ne? Das immer wieder. Ja, und ich mag auch dieses Design total gerne. Voll schön. Glitzeri, glitzeri. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir tatsächlich zu den Klamotten, die ich jetzt mal anziehen kann. Bei Esprit sind wir gewesen. Da habe ich mir tatsächlich ein weißes Top geholt. Das werde ich jetzt aber nicht anziehen, weil es keinen Sinn ergibt. Habe ich mir in der Größe M geholt. Ne, das ist einfach so ein Unterziehhemdchen und also im Prinzip ein Unterhemd. Also da kannst du nicht viel zu sagen, außer das ist ein Unterhemd, Leute. Und das habe ich mir in Weiß geholt und auch in einem Beige-Ton, weil Beige kannst du immer sehr schön auch unter weißen T-Shirts und so drunter ziehen, ne? Und dann sieht man halt weniger, dass man was drunter hat, als wenn du was Weißes drunter ziehst, weil Weiß setzt sich ab, Beige nicht oder halt Hautfarben. Und wenn man das im Zweier-Set gekauft hat, hat es 19,99 Euro gekostet. Was ich hier ganz schön finde, ist, dass du hier tatsächlich so zum Verstellen etwas hast. Hier hängt ein Haar dran. Und ja, genau, da kannst du die Träger halt verstellen. Ja. Im Prinzip werde ich das immer auf einer Länge lassen, weil so sehr variiere ich da jetzt nicht. Aber ja, fand ich ganz gut. Ich habe einiges ausgemistet an Unterhemden und deswegen sind die beiden mitgekommen. Spektakulär ist vielmehr dieses Oberteil von Esprit, was ich richtig schön finde. Eigentlich ist meine Ma darauf zugesteuert und sagte, dass es voll ihr Style wäre, aber überhaupt nicht ihre Farbe. Und da habe ich gesagt, aber meine. Ich ziehe es mal an. So schaut das Oberteil angezogen aus. Ich finde es mega schön. Ich mag dieses Olivgrüne mit den weißen Streifen. Das sitzt vor allem hier oben auch richtig, richtig schön. Das ist mal ein bisschen was anderes, finde ich, dass du hier halt auch einen anderen Ausschnitt hast. Ich mag es sehr, sehr gerne, dass du hier dieses, zum einen, dass es Dreiviertelärmel ist, zum anderen, dass es hier einmal so umgeschlagen ist und dann so punktuell fixiert ist, also festgenäht ist. Mag ich sehr gerne leiden und ich bin ja 1,73 Meter groß. Das Weiße, was man vielleicht hier unten sieht, ist mein Top, was ich hier runtergezogen habe, aber es ist halt auch von der Länge her passend, ne? Also das ist schön lang, finde ich. Und ja, da bleibt auf jeden Fall der Rücken warm. Der nächste Laden, in dem wir waren, war Zara oder der Laden eigentlich vor Esprit, weil das ist ja hier andersrum. Genau. Und da hat meine Mama etwas gefunden, was eine Puppe anhatte und sagte, Claudia, das brauchst du. Oh, sie ist so geil. Okay, ja. Und dann hat sie mir dieses T-Shirt ausgesucht. Also ich meine, ich finde es total witzig. Da steht drauf Historic Influencers und da hast du halt die ja, beeinflussenden Menschen der Historie abgebildet. Also Mozart, Nietzsche, Aristoteles, Kleopatra, Newton, Marie Antoinette und so weiter. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooles T-Shirt. Ich feiere das hardcore. Ich mag auch, dass es rosa Köpfe drauf hat, muss ich gestehen. Das ist jetzt auch die Größe M, glaube ich.
Genau. Und hat 12,95 Euro gekostet. Ja, meine Ma ist einfach der Burner, oder? Die hat so coole Sachen dann immer gefunden. Und dann kam die damit um die Ecke und sagte, guck mal, zieh das mal an. Sie hatte übrigens auch so ein Abendkleid an. Und das wollte ich ihr eigentlich auch so ein bisschen aufspatzen. Hätte auch nur 180 Euro gekostet, aber es sah so schön aus. Also das hat ihr super gut gestanden. Aber sie wollte nicht. Sie hat mir gesagt, sie hätte keinen Anlass dafür, weil ja niemand in ihrem Umfeld aktuell heiraten will. Ja, Größe M ist das. Also das fand ich jetzt ein bisschen angenehmer, weil die Arme mir bei der S zu eng waren und auch der Kopfausschnitt mir zu eng war. Und ja, ich finde das super cool. Ich feiere das Hardcore und ich finde es voll schön, dass meine Ma das gefunden hat. Auch das ist halt jetzt nicht irgendwie durchsichtig. Also ein bisschen, man sieht hier das weiße Top ein bisschen durch, aber es ist jetzt nicht so ultra durchsichtig. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich mit so einem Jeans-BH oder so, würde ich das auf jeden Fall anziehen. Also mit so einem T-Shirt-BH, mit einem ganz easy-peasy-Ding. Ja, aber sonst finde ich das voll cool. Ne? Ich mag das leiden. Ist auch schön von der Länge her. Ich stehe noch zu nah an der Kamera. Ich merke das wohl. Ne? Länge gefällt mir. Also das geht ja bis hier und dann kommt ja das Top. Also deswegen nicht wundern. Und ja, deswegen. Ich finde das cool. Werde ich gerne im Frühling tragen. Da kann man entweder so Rock zu anziehen oder man zieht sich da eine Shorts zu an. Oder halt irgendwie eine Hose. Super Ideen, Claudi. Das muss man mir lassen, oder? Bei Pimki waren wir auch. Ja, wir waren ja auf der Suche nach einem weißen Top, ja. Bei Pimki haben wir aber etwas ganz anderes gefunden, oder? Nee, wir haben auch ein weißes Top da gefunden, genau, für 4,99 €. Das brauche ich jetzt aber auch nicht anziehen, ne? Das ist so ein auch wieder Spaghetti-Träger-Top und ja, ich mag das lieber, wenn die halt am Rücken ein bisschen ausgeschnitten sind und nicht zu hoch sind, weil ansonsten siehst du das, wenn du es halt drunter ziehst unter T-Shirts und so weiter, die halt einen minimalen Rückenausschnitt haben, wie zum Beispiel das von Esprit, was ich eben anhatte. Und ja, 4,99 € kannst du nichts zu sagen, ist ein Basic-Teil, ne? Ist auch schön lang übrigens. So, das, was ich aber richtig hardcore gefeiert habe, und das ist tatsächlich auch das letzte Teil, ist dieses Kleid. Meine Ma hat mir das in die Kabine gebracht, als ich gerade dabei war, das weiße Top anzuziehen und brachte mir dieses Kleid. Und es ist einfach wunderschön. Es ist schwarz, es ist figurbetont, es hat lange Arme, es ist so ein gerippter Stil. Ne? Also das ist so gerippt und ja, ich ziehe es mal an. Man würde nicht vermuten, dass das hier eine XS ist, würde ich mal so sagen, oder? Also die anderen Größen waren mir zu lang von der Länge des Kleides her, deswegen habe ich hier die XS gewählt. Das hat einen schönen, entspannten V-Ausschnitt, also das ist aber auch nicht zu tief, sondern das ist vollkommen genau passend für mich. Also dass ich jetzt nicht irgendwie mega zu viel zeige, das heißt im Büro kann ich das auch super tragen. Das sitzt hier auch ganz toll an den Schultern, das ist lang genug an den Armen. Und ne, macht halt auch entsprechend eine Figur und es ist halt wirklich lang. Sieht man das? Nein, schwarz auf schwarz. Es geht auf jeden Fall fast bis zum Knie, ne? Also das ist richtig, richtig toll. Hat gekostet 25,99 Euro übrigens. Und ja, ich habe da drunter jetzt mein weißes Töpfchen an. Deswegen konnte man das jetzt wahrscheinlich auch sehen. Dann kann man das auch hier oben sehen. Aber ich finde, das ist halt sowohl elegant als auch sportlich als auch bürotauglich kombinierbar ist. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel irgendwie ordentlich Schmuck oder so drauf packen würde, könnte man das auch sehr schick tragen. Wenn ich das einfach so trage, ist es, also jetzt halt ohne das Top, ne, das sieht dann natürlich ein bisschen doof aus, aber wenn ich das jetzt einfach so tragen würde, wäre das ja fast schon sportlich oder, ich weiß nicht, halt einfach ganz normal bürotauglich. Hier brauchst du natürlich irgendwie eine Kette zu, ne? Aber ich finde es ziemlich schön und ich bin einfach so froh, dass meine Mama meine Shoppingbegleitung war und mir so coole Sachen ausgesucht hat. Und abgesehen von den TK Maxx Sachen, die habe ich natürlich aus eigener Tasche bezahlt, denn das ist immer unser Deal, hat sie mir doch sehr, sehr coole Weihnachtsgeschenke gemacht, oder? Vielen, vielen Dank, liebe Mami. Und ja. Ihr Lieben, das war dann tatsächlich mein Haul vom heutigen Tag. Ich sehe noch ein bisschen zerstört aus, weil ich ständig Sachen an- und ausgezogen habe. Und ja, denk auf jeden Fall an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!